Unser Herz muss manchmal brechen, damit es heilen kann. Betten, du wusstest nicht, dass einige Seelenverwandte nicht dazu bestimmt sind, für immer zusammen zu sein? Dieser Gedanke kommt uns meist gar nicht, denn schließlich ist es der Inbegriff von Schicksal, wenn zwei solche Menschen sich begegnen. Doch leider ist das nur in unseren Träumen so. Seelenverwandte haben primär die Aufgabe zu erfüllen, einander zu bestärken und zu persönlichen Höchstleistungen anzuspornen. Erst wenn wir über uns hinausgewachsen sind, können wir uns der nächsten Sprosse auf der Himmelsleiter widmen. Manchmal aber müssen wir unseren Seelenpartner gehen lassen, damit wir wachsen können. Wie es zu dieser herzzerreißenden Entscheidung kommen kann und warum das leider manchmal die einzige Wahl ist, die uns bleibt, verraten wir dir in unserem heutigen Podcast. Wenn du noch nicht Teil unserer großartigen Community bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um keine spannenden Beiträge mehr zu verpassen. Nummer 1. Seelen sollen gemeinsam wachsen. Doch sie tun das nicht immer im Gleichschritt. Zeit ist relativ. Manche Menschen brauchen ihr ganzes Leben, um ihre Grenzen kennenzulernen. Wieder andere sind schon in sehr jungen Jahren extrem fokussiert und wissen haargenau, wo ihre Reise hingehen soll. Treffen sich zwei Seelenmenschen, ist das Timing ein alles entscheidendes Detail. Das Schicksal sorgt zwar ohnehin dafür, dass die Bedingungen stimmig sind, aber trotzdem kann Zeit sich als stiller Risikofaktor entpuppen. Gehst du beispielsweise eine Partnerschaft mit einem Seelenmenschen ein, können euch wichtige Entscheidungen unterschiedlich dringend erscheinen. Das Zusammenziehen, das Gründen einer Familie, berufliche Entscheidungen oder persönliche und fachliche Weiterbildungsmaßnahmen sind die üblichen Stolpersteine. Wer außerdem seine Selbstverwirklichung im Auge behalten möchte, wird unter Umständen schnell feststellen müssen, dass das eigene Tempo nicht allen Beteiligten zusagt. Manche Menschen würden uns sogar daran hindern, unserem Stern zu folgen, nur aus Angst auf der Strecke zu bleiben. Auch das Ego unserer Partner verkraftet es leider nicht immer, in unserem Schatten zu stehen. Eine Seelenverwandtschaft ist keine All-in-One-Lösung, bis dass der Tod uns scheidet. Auch sie unterliegt dem beständigen Wandel der Zeit. Sobald du spürst, dass deine bessere Hälfte dich am Boden festhalten möchte, wenn du schon kurz vor dem Abheben bist, durchtrenne diese Verbindung. Du kannst es dir nicht leisten, Ballast mit dir mitzuschleppen, der dich an der Entfaltung deines Potenzials hindern möchte. Nummer 2. Selbstschutz kommt vor Seelenverwandtschaft. So traurig es auch klingt, aber eine verwandte Seele macht dich nicht automatisch glücklich. Ihr seid sicher in vielen Dingen auf einer Wellenlänge, aber Emotionen und Gedanken können sich in völlig unterschiedliche Richtungen entwickeln. Gar nicht wenige Seelenpaare enden als Streitpaare. In diesen Beziehungen bleibt kein Auge trocken und kein Tag vergeht ohne Diskussionen. So etwas geht an die Substanz. Wir Menschen möchten eigentlich in Harmonie und Eintracht leben. Besonders in unseren Beziehungen sehnen wir uns danach, uns sicher und gut aufgehoben zu fühlen. So kann es tatsächlich so weit kommen, dass wir den Schutz unseres Seelenheils vor die Seelenpartnerschaft stellen müssen. Diese Entscheidung wird keine leichte sein, aber sie dient letztendlich unserer Sicherheit. Wenn der Alltag zum Spießrutenlauf mutiert, nützt die innigste Verbundenheit nichts. Eine Liebe muss auch zu bewältigen sein, und zwar in dieser Welt, nicht in einem überirdischen Utopia. Nummer 3. Euer Seelenvertrag könnte nicht mehr aktuell sein. Ja, auch das gibt es. Was zu Beginn deiner Reinkarnation in dieses Leben noch eine ganz gute Idee gewesen sein mag, kann sich inzwischen erübrigt haben. Seelenmenschen nehmen ja immer eine bestimmte Rolle in unserem Leben ein. Es gibt konkrete Aufgaben, die sie zu erfüllen haben. Und unterm Strich sollen sie dafür sorgen, dass wir eine Runde weiterkommen in diesem Spiel, für das Karma die Regeln festlegt. Wenn du dich nun aber überdurchschnittlich schnell und gut entwickelt hast in diesem Leben, brauchst du bestimmte Seelenverwandte nicht mehr.
Sie können dir nichts mehr beibringen und euer Zusammensein auf dieser Welt ist nur mehr Zeitverschwendung auf beiden Seiten. Dann wird es Zeit, diese Schnüre zu kappen. Ihr seid beide anderweitig besser aufgehoben und solltet euch nicht unnötig im Weg stehen. Das Leben ist auch für die Schicksalsmächte nicht immer planbar und auf den Punkt berechenbar. So mancher Mensch überrascht nicht nur sich selbst mit seiner Performance, sondern das gesamte Universum gleich dazu. Nummer 4. Die Trennung ist schmerzhaft, aber das Zusammenbleiben wäre es noch viel mehr. Eine echte Seelenverwandtschaft kann uns bedauerlicherweise auch echten Schmerz bescheren. Diese Verbindungen sind keine, die nur an der Oberfläche kratzen oder sich mit ein paar schönen gemeinsamen Tagen abspeisen lassen. Wenn deine Seele sich einer anderen tief verbunden fühlt, macht das etwas mit dir. Du wirst verletzlich, angreifbar und verwechselst dieses Gefühl nicht selten mit Akzeptanz und Geborgenheit. Ein Seelenverwandter ist vom selben Stern wie du, aber er muss nicht unbedingt ein guter Mensch sein. Wie bereits kurz erwähnt, ist der Sinn jeder unserer Reinkarnationen das Wachstum und die persönliche Weiterentwicklung. Die besten Lektionen lernen wir Menschen aber ungünstigerweise auf die harte Tour. Das bedeutet, dass einige Seelenverwandte uns ziemlich übel mitspielen müssen und das aus gutem Grund. Sie sind die Kieselsteine in unseren Schuhen und der raue, unwirtliche Teil des Lebens, der uns schleift und formt. Doch irgendwann ist Schluss mit den Lehrjahren. Unser heutiges Fazit: Entscheide dich für das Ende mit Schrecken. Auch wenn es unglaublich klingt, aber das Beenden einer Seelenverbindung zählt bedauerlicherweise zu den Schattenseiten dieser Verbindungen, die nicht verhandelbar sind. Selbst wenn es einst unsere Bestimmung war, mit diesem Menschen einen Teil unseres Lebensweges gemeinsam zu gehen, muss das jetzt nicht mehr der Fall sein. Wir Menschen entwickeln uns ständig weiter und das ist gut so. Allerdings tun wir das nicht alle im selben Tempo. Manchmal würden wir tatsächlich auf der Strecke bleiben, wenn wir uns von anderen bremsen ließen. Oder wir würden unser Licht unter den Scheffel stellen, nur damit jemand anders sich nicht schlecht fühlt deswegen. Wenn deine Seele leidet, weil die Verbindung, die sie eingegangen ist, nicht mehr das Richtige für sie ist, musst du euch beide daraus befreien. Du wirst es wissen, wenn es soweit ist. Leben bedeutet niemals, im Leiden gefangen zu bleiben. Zerschlage diesen gordischen Seelenknoten lieber, bevor es zu spät ist. Auch eine Seelenverwandtschaft kann zu einem vorzeitigen Ende gelangen, wenn ihr Zweck nicht mehr alle Mittel heiligt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald!